Hallo, willkommen zu diesem kurzen Video. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es nicht nötig ist, dass ich selbst auch ein Video darüber mache. Ich mache es aber, um vielleicht doch noch ein paar mehr Menschen zu erreichen. Und zwar, es geht hier um die Petition quasi so unter Anführungszeichen gegen die GEMA. Also es geht hier halt um einen konkreten Vorgang. Jedenfalls ist die Petition in 3 Tagen zu Ende, also am 18. 10. ist es zu Ende. Man sieht hier lustigerweise, hier haben fast senkrecht nach oben geht die Linie. Moment, man sieht das gar nicht. So, jetzt sieht man das. Hier am Anfang war es unbekannt, dann wurde es plötzlich ein bisschen bekannter, dann wurde es sehr, sehr bekannt, fast gerade hoch. Und ja, und jetzt hat es irgendwie dann so einen Knick und dann ist es nur noch so auch ebenfalls geradlinig gestiegen, aber jedenfalls Quotum erreicht. Also, nein, wie? Quorum erreicht? Nein. Ich weiß nicht. 50. Okay, hier war das. 50.000 müssen unterschreiben. Und es haben 31.000. Oh je, na ob sich das noch ausgeht, da muss noch ein Wunder passieren. Na jedenfalls, ich habe mir gedacht, ich mache auch kurz ein Video dazu. Ihr könnt euch ja hier alles durchlesen. Man kann das dann, also, dann muss man das so machen. Dann kann man das hier nochmal lesen. Man muss, wenn man mit unterzeichnet, allerdings halt dann seine echten Daten eingeben. Mag sein, dass das manche von euch nicht machen wollen. Allerdings ist es hier eine offizielle Seite, also bundestag.de. Ich glaube nicht, dass das eine Phishing-Seite ist. Und ich glaube nicht, dass es irgendwelche Abzocker sind, die dann irgendwas von euch abzocken wollen. Also hier kann man ruhig die Daten ausfüllen. Das Einzige, was ich nicht rausbekommen habe bis jetzt, ist, ob man als Österreicher da auch mit unterzeichnen darf. Oder ob das wirklich nur für deutscher Wohnsitz ist. Ich meine, interessanterweise, es gibt's hier schon noch andere Länder. Aber ich weiß nicht, ob man das. Na gut, wie auch immer. Jedenfalls, schaut euch das an. Ich verlinke euch das auf jeden Fall in die Videobeschreibung. Verlinke ich euch das und schaut vielleicht vorbei. Und ich werde das Video dann eh bald löschen. Bin jetzt gerade dabei, mein Schafvideo fertig zu machen, was in Kürze kommen wird. Also dann, bis bald.